Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Deutsche Messe und Prozession. Hunderte kamen zur deutschen Kirmes nach Mariut. Deutscher Club. Traditionelles Gemeinschaftsprogramm des Deutschen Clubs von Tollnau. Tag der Nationalitäten von Fünfkirchen. Die deutsche Selbstverwaltung brachte Blasmusik und spezielle Gerichte mit. Anerkennung. Der Preis der Tollnauer Deutschen ging an Josef Kisch. Im Zusammenhang mit dem Tag der Heiligen Jungfrau Maria wird jedes Jahr die wichtigste Kirmes der Ungarndeutschen im Mariut-Heiligtum gefeiert. In diesem Jahr, am 4. September, versammelten sich in Trachten gekleidete Gläubige deutscher Nationalität, um gemeinsam zu feiern. Die Heilige Messe wurde vom Pfarrer Dr. Tamás Roland von Szeike zelebriert. Nach der Liturgie nahmen die Gläubigen an einer Rosenkranzprozession teil. Ziel des Ungarisch-Deutschen Kulturvereins Lipvár ist es, die Interesse der in der Siedlung und in ihrem Umfeld lebenden deutschen Volksgruppen zu vertreten und ihre Rechte durchzusetzen. Sein Präsident ist Josef Szukfil, der auch Präsident der Kreisverwaltung ist. Die Einwohner von Lipvár kamen in der für die Siedlung typischen schwäbischen Tracht nach Mariagyud zu dem wichtigsten Abschied der Ungarndeutschen. Wir sind alle aus Lipov, aus Lipovar. Von uns muss man wissen, also das ist noch unsere alte Tracht, wie der Herr Pfarrer auch so schön erwähnt hat, dass wir diese Trachten pflegen sollen und müssen. Und das ist noch so genannt, mir sagt eine Wunder, dass sie noch diese Trachten haben. Weil das sind schon sehr alte Trachten von der Oma und von der Uroma. Und, aber wir schätzen sie und wir behalten sie. Und mindestens bei solchen Anlässen, bei solchen Feiertagen, also dieser heutige Tag ist ja der größte Feiertag für die Ungarndeutsche hier. Und darum haben sie jetzt diese Trachten wieder angezogen. So viel sind noch geblieben, Gott sei Dank. Diese Trachten sind in jedem, kann man sagen, in jedem Ort, weil unsere Ahnen, unsere Vorfahren kamen ja aus verschiedenen Gegenden damals, für 200-300 Jahre, wie die Ansiedlung war. Und das ist eine, zum Beispiel für diese Tracht oben sagt man auf einigen Plätzen Juppel und in Lipo, in Lipovar sagt man Visidl. Und das kam von dieser, weil diese, unsere Ahnen kamen, wie man es nachgeforscht hat, von Elsass-Lotharingien. Und das kann man von den Familiennamen auch noch hören. Und darum haben wir diesen Namen von dieser Trachten. Also wie gesagt, jedes Dorf, jede Ortschaft hat seine Sonntagstracht. Und dann gibt es die Wertsachstrachten, selbstverständlich. Aber in Lipo war diese Tracht so. Im Zusammenhang mit dem Tag der Heiligen Jungfrau Maria findet jedes Jahr der deutsche Abschied im Mariagyud-Heiligtum statt. In diesem Jahr, am 4. September, versammelte sich in Trachten gekleidete Gläubige deutscher Nationalität, um gemeinsam zu feiern. Die Heilige Messe wurde vom Pfarrer Dr. Tamás Roland von Szeike gefeiert. Ich glaube, das können wir so ein bisschen besser verstehen, wenn wir daran denken, wie wichtig für unsere Ungarn in Siebenbürgen, in Transsilvanien, ihr Glaube ist. Eine zusammenhaltende Kraft. Dadurch können sie ihre Nationalität besser erleben und stärken und erhalten. Und ich glaube, das ist etwas ähnlich für die Donauschwaben hier. Das ist für sie eine Bestärkung ihrer Nationalität, ihrer Identität. Weil sie haben ihre eigene Identität. So, sie sind nicht einfach nur Ungarn, natürlich sind sie Ungarn, aber mit einer Färbung, mit einem eigenen Charakter. Und das können sie, glaube ich, sehr schön bestärken, erleben, dadurch, dass sie ihren katholischen Glauben pflegen und bewahren.
Zum Abschied der Ungarn-Deutschen nahmen die Gläubigen nach der deutschsprachigen Heiligen Messe an einer Rosenkranzprozession teil. Der neu angelegte 800 Meter lange Gehweg mit Gartenbänken, Beleuchtung und Trinkbrunnen führt hinauf zur Statue der Schmerzensreiches Mutter und kehrt dann als Weg zum Westtor der Kirche zurück. Die Prozession wurde vom Pfarrer Dr. Tamás Roland von Szeike und Diakon Andor Keresztes, Direktor und Pfarrer des Mária Gyud Heiligtums geleitet. So, wir haben Gottesdienst gefeiert zum Fest der Geburt der Jungfräulichen Mutter und danach haben wir Prozession gefeiert und ich möchte dazu ein paar Gedanken sagen. Prozession, das ist ein langer Gang, wenn man so will. Wir gehen diesen Weg und währenddessen beten wir Rosenkranz und das erinnert uns an unser eigenes Leben. Wir haben alle unseren eigenen Lebensweg, aber wir gehen das nicht allein. So wie im Alten Testament das Volk in der Wüste. Nach dem Auszug aus Ägypten, also auf dem Weg ins gelobte Land, das war eine lange Wanderung. Und Gott ist mit ihnen gewandert. Das erleben auch wir Christen. Wir sind nicht allein auf unserem Lebensweg. Gott ist mit uns. Und das feiern wir in einer solchen Prozession. Auf einem Wallfahrtsort. Ja, wir feiern, dass Gott mit unserem Weg da ist. Pfarrer Dr. Tamás Roland feierte in diesem Jahr den 25. Jubiläum seiner Priesterweihe und zeigte sich erfreut, dass er dieses Jahr Gastredner beim deutschen Abschied sein durfte. Wenn ich zurückblicke an diese Zeit, man kann natürlich vieles in Erinnerung rufen, aber ich möchte nur das erwähnen, das mir besonders Freude macht, dass ich aus all den Gemeinden, wo ich tätig war, auch Freunde habe. Also ich habe nicht nur priestergläubige Beziehungen erlebt in diesen 25 Jahren, sondern auch Freunde gewonnen. Und auch der Priester braucht Freunde. Also er braucht nicht nur die Gläubigen. Er braucht Freude, er braucht Beziehungen. Und das macht mich besonders stolz, dass ich aus all diesen Gemeinden wirklich Freunde gewonnen habe und diese Freundschaften leben bis heute noch. Und das macht mir Freude. Traditionell veranstaltet der Deutsche Club in Tolnau einmal im Jahr ein gemeinsames Programm in Fatombori, wo gekocht, gesungen und die Gesellschaft der anderen genossen wird. Diesmal kamen auch Gäste als Falschnonne und Hetting. Heimat, oh Heimat, Heimat, wie bist du so schön? Könnt ich dich wieder mal sehen? Aber das kann nicht sein, muss in die Welt hinein. Több mint 15 éve tradíció a tolnai német nemzetiségi baráti körnél, hogy nyár végén összegyűlnek a klubtagok, illetve a kórustagok és közösen ünnepelnek. Ennek az eseménynek ezúttal Dombori adott otthont, ahol az egyesület tagjai együtt énekeltek, főztek és jól érezték magukat. A kórus az körülbelül 20 éve. 20 éve, nem sokkal azután, hogy a klub megalakult, az most már 25 éves volt, és először csak úgy, akik szeretnek németül énekelni, mert ugyanis a kórus tagok is, meg a klub tagok is, ezek mind sváb származékok, hogy így mondjam. És akkor szeretik a német dalokat, és szeretnek énekelni, és akkor úgy döntöttük, akkor miért ne csináljuk kicsit szervezettebben, akkor összeálltunk egy kórusnak. És azelőtt, mikor voltak a nagy svábálok, mindig mi nyitottuk meg, ami volt a gimnázium aulájában, meg egyebek, és nagyon sok felé is járt a kórus. Jártunk Alsógallán, Budapesten, Békásmegyeren, most a hétvégén megint megyünk oda, tehát sok felé, és akkor hát Felsőnána, Hosszúhetény, akik szintén itt vannak velünk, mert ők közelebb vannak. De mindig még a Tolnán volt a német kisebbségi önkormányzat. Mi a német nemzetiségi napot mindig úgy tartottuk,
hogy a környező baráti klubokat mind meghívtuk. És akkor volt a főutcán nagy felvonulás, több mint 300 beöltözött rachtba, meg zenével, meg minden. De hát ez valahogy kicsit úgy nem, hogy ellaposodott, elfogytunk. Inkább úgy mondanám, hogy elfogytunk. Mert a régiek, akik jártak hozzánk, hát ez a klub is 112 fővel működött valamikor. De most meg vagyunk 40-en. Tehát elfogynunk, az idősek kiöregedtek, főleg most, hogy a pandémia betett, nagyon sokan már nem akarnak visszajönni, mert azt mondják, hogy félnek. Hát idős, megértjük, megértjük. Ebben nincs is semmi probléma. Und muss nun leider gehen. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, dass er Készülünk, Békásmegyerre megyünk, ott lesz templomszentelés, és egyházi dalokat kértek, mivel a mi kórusunk az egyházi dalokat is tud, mert hogy addig még itt voltak a Tolnán az egyházi misék, a német misék, mi nekünk a repertoárunkban nagyon sok német egyházi dal van. A Mária énekektől kezdve az adventi időszakban, ami van, úgyhogy van repertoárunk, és abból válogattunk most ki ötöt, amit majd viszünk most szombaton Békásmegyerre. A programra vendégek is érkeztek, mégpedig Hosszúhetényből és Felsőnánáról. Mi körül 2 hete voltunk Felsőnánán, akkor ott volt a német nemzetiségi találkozó, nagyon csodálatos műsorral, nagyon finom kajával, jó kis vadpörkölt volt, és egy jó kis közös énekléssel. Hosszúhetényben általában mindig advent időszakában, karácsony előtt szoktunk menni, úgy vagyunk a programba bent, és akkor így ő hozzájuk is mindig elmegyünk, és amikor vannak ezek az összetartási rendezvények, akkor mindig meghívjuk ezeket a társklubokat, hogy örüljenek velünk. Die in 5 Kirchen lebenden Nationalitäten präsentierten sich am 3. September auf dem Hauptplatz der Stadt. Die Besucher konnten kulinarische Spezialitäten, Musik, Tanz und die Traditionen, Trachten und Kultur der verschiedenen Volksgruppen kennenlernen. Organisiert von der Deutschen Selbstverwaltung Pech gab die gemeinsame Jugendblaskapelle der Liszt-Ferenc-Musikschule und der Grundschule Belvárosi ein Konzert. Es wurden aber auch traditionelle schwäbische Süß- und Salzgebäcke für den Tag der Nationalitäten vorbereitet. Az 1994 óta működő pécsi német önkormányzat célja, hogy a városban élő németséget összefogja, valamint hogy minél többen felfedezzék német gyökereiket és a sváb hagyományokat ápolják. A Nemzetiségek napján a pécsi német önkormányzat is bemutatkozott. A Liszt-Ferenc Zeneiskola és a Belvárosi Általános Iskola közös ifjúsági fúvószenekara adott koncertet, de hagyományos sváb édes és sós tésztákkal is készültek a Nemzetiségek napjára. Minimum évente egyszer szeretném megmutatni azt, hogy milyen kultúránk van a többiek előtt is, többi nemzetiség előtt is, illetve a város nagy közönség előtt is. Vannak más rendezvényeink, ahol egyedül szoktunk részt venni, de ez nagyon fontos számunkra, hogy a többiek együtt is tudjunk működni. A mai napon a Belvárosi Iskola zenekara, illetve néhány kis zenésze lépett fel a színpadon. Étel szempontjából pedig egy sváb étellel, egy sufnudlival készültünk, ez egy ilyen kicsit sósabb étel, illetve Pécs testvérvárosából, Felbachból érkezett egy recept, Cvecskin dácsi, ez pedig egy ilyen szilvás lepény, amit a nagy közösségnek próbáltunk felajánlani, de nagyon hamar elfogyott minden, úgyhogy most már nincs semmi belőle. Szopián ifjúsági zenekar,
1995-ben alakult a Liszt Ferenc Zeneiskola és a Belvárosi Általános Iskola közös együttese. A zenei képzést a zeneiskola tanárai végzik, illetőleg hát én vezetem az együttest. A termet, a helyiséget pedig a Belvárosi Iskola biztosítja számunkra. Félig sváb vagyok, és nagyon sokat játszottuk régen is, más eseményeken is ezeket a darabokat, mindig közel állt hozzám, szóval most is öröm volt játszani. Én, ha jól tudom, 6 éve itt játszok a zenekarban, és igazából a tanár úr mondta, hogy már jöhetnék, és én szívesen elfogadtam, mert eleve már hallottam előtt a fellépéseken, és szerettem játszani. Egyelőre úgy néz ki, hogy hobbi szinten marad, de mindenképp folytatom, szóval ameddig lehet, én szeretnék trombitálni, nagyon szeretem. Német nyelv az nekem nagyon fontos, tolmács szeretnék majd lenni német nyelvvel. A családban nagyon így nem németezünk, inkább az angol, ami így fontosabb. Ez lesz a második évem a zenekarban. Klarinétozom, meg 6 éve klarinétozom, szóval így egyértelmű volt, hogy zenekar az így lesz. Megmarad inkább hobbinak, mert a német az szerintem fontosabb nekem így, mint a zene. Amiről most tudunk, az legközelebb egy januári hangverseny, a Magyar Kultúra Napja. Aztán tavasszal, illetőleg a zenéskolának októberben lesz a 70 éves jubileuma, ott fogunk a Kodály Központban játszani. Tehát most október 20-án fogunk legközelebb játszani. A Nemzetiségek Napján ételkülönlegességekkel, zenével, tánccal és a különböző népcsoportok hagyományaival, népviseletével és kultúrájával ismerkedhettek meg a kilátogatók. Am 1. September wurde der Tag des Komitates Tolnau gefeiert. Aus diesem Anlass werden jedes Jahr Preise des Komitates an Personen überreicht, die für die Region viel tun. Für seine Tätigkeit im Interesse des Tolnauer Ungarndeutschtums wurde Josef Kisch aus Jing ausgezeichnet. Also an erster Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für die Leitung bei der Tolnau, die für mich diese Auszeichnung gegönnt haben. Und das motiviert mich natürlich vordergründig weiterzumachen. Es ist natürlich schwierig geworden in den letzten Jahren mit den Traditionen und mit der Sammeltätigkeit, aber ich freue mich besonders, dass es mich also weiterhin motivieren kann. Und ich werde weiter arbeiten und weiter forschen, in unseren Dörfern der Tolnau, auch in der Pranau und wenn es weitergeht in der Batschka noch, weil das Deutschtum soll in Ungarn noch weiter erhalten bleiben und gepflegt werden. Also viele Fachleute, die bei mir zu Besuch waren, sagen Folgendes: Es ist ein gut gepflegtes Hausmuseum und man bekommt ein komplettes Bild über das Deutschtum in der Tolnau. Und ich habe viele volkskundliche Gegenstände und Erinnerungsstücke von den Fotos angefangen, Gesangsbücher, Trachten, Haustextilien und
wenn die Leute kommen, sie sind immer überrascht von der Menge und von der Qualität, wie viel also ich durch 30 Jahre zusammengetragen habe. Also wenn ich heimkomme im Sommer in den Ferien, dann habe ich viel Zeit herumzufahren und herumzuschauen. Und ich freue mich immer über die Dörfer, wenn ich was Schönes sehe, wie zum Beispiel jetzt die neuen Straßen in der Tollnau, die ich bis jetzt nie in dieser Qualität erlebt habe. Und ich freue mich natürlich über unsere Nachbardörfer in Sackertal, in Diosperin, wenn die Kirche erneuert wird, wenn die Häuser schön erhalten bleiben. Und was mich mit traurigem Herzen erfüllt, das ist, wenn ich auf den Friedhof gehe und immer mehr Leute dort zu finden sind, die einst diese Kultur getragen haben und auch gepflegt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.